Mittlerweile kann Maybrit Krüger das Gebäude in der Rostocker Hermannstraße ohne große Angst betreten. Ganz wohl ist ihr dabei aber immer noch nicht. Als 23-Jährige saß sie hier knapp 3 Monate in Untersuchungshaft der Staatssicherheit. Der Vorwurf: Bandenbildung, Mitwisserschaft, Verdacht auf Republiksflucht und Stellung eines Fluchtautos. Wie haben Sie die Haft hier erlebt? Beklemmend, immer mit Angst, ohne Informationen. 23 Jahre, wenn man damit einmal von zu Hause weg ist und in ein Haus kommt, wo man keine genauen Informationen hat, wo man nur Unwissenheit hat, das ist schon, also war für mich schlimm. Mhm. Mit wie vielen Personen waren Sie in einer Zelle? Ich war am Anfang alleine, dann waren wir zu dritt in den größeren Zellen. In den Zweimannzellen waren wir zu zweit und um den 7. Oktober nachher war das Haus voll. Da waren wir zu fünft in einer größeren. 9. August 1989. Maybrit Krüger will zusammen mit ihrem Vater und einem befreundeten Ehepaar nach Budapest reisen. Das Paar wollte diesen Anlass zur Flucht nutzen. Schon in Dummersdorf wurde die Gruppe von der Staatssicherheit gestoppt, verhört und einen Tag später inhaftiert. Trotz einer vergleichsweise kurzen Haft wird Maybrit Krüger einige Dinge nie vergessen. Ich habe meistens versucht, hier außen zu duschen und dann habe ich mit dem Gesicht zur Wand oder zu den Fliesen, damit man einen kurzen Moment hat, man ist nicht da. Also man hat das Wasser auch schon gehört, man hat nichts gesehen und war ganz kurz woanders. Aber die Augen waren da. Die Augen waren Kucklöcher, durch die Aufseher die Inhaftierten überall beobachten konnten, auch beim Duschen. Wenn so mehrere hintereinander geduscht haben, dann kam man hier rein, war das ein weißer Nebel. Also man konnte sich gar nicht anziehen, weil es so nass hier drin war. Da stand so eine kleine Bank und da lagen dann Sachen drauf. Und dann waren sie auch immer bemüht, dass man Garderobe bekam, die überhaupt nicht gepasst hat. Also wenn man groß war, bekam man kleine Sachen und die Kleinen bekamen große Sachen, damit man auch richtig schön wieder erniedrigt wurde. Wir haben dann immer erstmal untereinander getauscht. Ich musste, obwohl ich nur so kurze Zeit hier drin war, wirklich das Gehen wieder lernen, weil ich ja in meinen Schuhen keine Schnürsenkel hatte. Und in diesen Latschen, die man hier im Haus trug, hatte man ja auch keinen Halt. Also ich bin, wie meine Mutter hat gesagt, als ich rauskam, dachte, wie gehst du? Und mein Vater hat erzählt, in dieser Zelle hier vorne, da hatte ich am Tisch so reingeritzt, MB, und dann 10. August. Und er sagt, als er in diese Zelle reinkam und sich dann an diesen Tisch gesetzt hat, hat er genau da gesessen. Er sagt, das war natürlich so ein Moment, wo er gedacht hat, oh Gott. Ja, das sind dann so Kleinigkeiten, die man dann so für sich greift. Ich habe am Anfang hier drinnen immer gesessen und immer gedacht, oh Gott, am Mittwoch bist du in meinen Studentenkeller gegangen, Donnerstag warst du im LT und dann warst du in der Mensa und dann hat eine Zellengefährtin zu mir gesagt, damit musst du aufhören, sonst gehst du, brichst du weg, du musst hier, das ist jetzt dein Lebensinhalt, das ist jetzt dein neues Leben und das musst du jetzt annehmen, ansonsten schaffst du das nicht. Das war ein harter Weg, aber ja, man hat es hinbekommen irgendwie. Etwa 4.900 Menschen wurden hier bis 89 in etwa 50 Zellen von der Außenwelt abgeschirmt eingesperrt. Wochen oder auch Monate verbrachten die Häftlinge hier in Angst. Als ich dann entlassen werden sollte, wurde mir ja auch nichts gesagt. Ich musste dann meine Sachen zusammenpacken und habe in irgendeiner Zelle dann gestanden von meinem zusammengepackten Häufchen und habe eigentlich nur geheult. Und dann ist der Wärter, hat er mehrmals aufgeschlossen und immer wieder zugemacht und dann ist er nachher einen Schritt in diese Zelle reingekommen und hat zu mir gesagt, haben Sie noch Ihr Bett zu Hause? Und dann habe ich gesagt, was will denn der mit meinem Bett? Und dann hat er zu mir gesagt, wenn Sie weinen, kann ich Sie nicht rausbringen. Und dann habe ich mich zusammengerissen und dann bin ich den Gang, also unten, lang gebracht worden und dann habe ich eben in einem Raum so ein Gespräch mit einem Jüngeren in Uniform. Und der hat mir dann erklärt, ich sollte das da unterschreiben, dass ich gute Haftbedingungen hatte. Und dann habe ich erst noch gesagt, nee, wie steht der Fernseher, hatte ich alles nicht. Dann hat er zu mir gesagt, wollen Sie raus oder ich? Und dann habe ich das unterschrieben und dann stand ich am 31.10. mit einmal nachmittags vor der Tür.
jetzt kriegt sie mich wieder. Und das Schlimme war, ich bin rausgekommen und das Leben war ganz normal.